Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super niedlichen Osteranleitung. In einigen Wochen ist es ja tatsächlich wieder soweit und es ist Ostern. Also gibt's heute zum Start ins Frühjahr ein süßes Osterei mit Hasenohren. Man kann das Ganze aufhängen. Ich habe hier hinten noch die Fäden nicht vernäht. Die kann man direkt zum Aufhängen benutzen. Oder man kann das Ganze auch richtig schön einfach so auf den Tisch legen, so als Tellerdekoration oder auch in die Tischdekoration mit einbinden. Dann würde ich die Fäden tatsächlich hinten einmal vernähen bzw. einfach verknoten. Dann hat man halt eine richtige und eine falsche Seite davon. Auf der falschen Seite ist dann natürlich der Knoten einfach. Oder man kann es auch auf Osterkarten zum Beispiel mit aufkleben. Ich habe es hier einmal in Gelb gemacht. Ich zeige es euch jetzt einmal hier in dieser süßen, bunten Babywolle. Farbverlaufswolle hatte ich in meinem letzten Haul-Video gezeigt. Habe ich bei Rossmann gekauft. Und los geht's damit. Ich nehme die tatsächlich doppelt, aber vorher gebe ich euch natürlich noch mal ein paar Basic-Infos dazu. Wir haben hier die Babywolle Print von Rico Design, Farbe Nummer 25, 50 Gramm, 150 Meter, 90% Polyacryl, 10% Polyamid, eigentlich für Vierernadeln. Ich häkel sie zusammen tatsächlich, also doppelt mit der Sechsernadel. So, also relativ dünne Wolle. Ist tatsächlich auch eine Anleitung, die ihr super gut mit Wollresten aus dem Winter machen könnt. Ja, so. Oder wie ich das Gelbe hier einfach mit super günstigem Garn aus dem Supermarkt, geht auch perfekt. So, also wir haben hier schon mal das fertige Häschen. Das kommt einmal ein bisschen zur Seite. Und ich starte mit der Wolle. Ich muss mir so ein bisschen abwickeln. Ich nehme die ja von innen und außen. Also ihr seht auf dem Knäuel, es ist gelb dabei, weiß, ein bisschen orange, rosa, violett, ein bisschen pastellig alles. In den Abschnitten, wo ich hier gerade bin, ist gerade noch viel rosa dabei. So, ein bisschen mehr abwickeln, damit ich das schön parallel arbeiten kann. Und los geht's. Ich starte dafür im magischen Ring und gehe hier mit meinen Fingern einmal hinein, hole das Ganze hoch. Ich zeige euch das nochmal schön langsam. Also ich lege hier meine beiden Fäden in diesem Fall in meine flache Hand. Einmal um meine beiden Finger herum, hier ein Kreuz machen. Dann gehe ich hier mit der Nadel zwischenher, hebe den Faden einmal hoch. Und wenn ich den Faden dann hochnehme, ziehe ich gleichzeitig meine Finger heraus und habe dann hier eben diesen Ring liegen. Dann den Faden auf die Hand nehmen und mit zwei Luftmaschen starten. Ich häkel jetzt die erste Reihe, die zentrale Reihe des Eis in 9 Halmstäbchen. Das ist dieser Bereich hier. Umschlag nehmen, einstechen und dann durch alle drei durch. Das mache ich insgesamt 9 Mal. Zusammen mit der kleinen 2er Luftmaschenkette habe ich dann 10 Maschen. So, das waren 2 schon mal. Hier ist das dritte halbe Stäbchen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und damit bin ich durch. Ich wollte gerade schon Nummer 10 machen. Ich war so schön im Zählen drin. Nein, ich mache 9 insgesamt. Also 9 halbe Stäbchen. Und ziehe das Ganze dann hier einmal zusammen an dem Startfaden. Ihr seht, ich habe jetzt tatsächlich auch richtig süß den Übergang zum Gelb mit drin. Ich steche jetzt hier in die erste Masche ein, schließe das Ganze mit einer Kettmasche zu einem Kreis zusammen und habe mein Zentrum schon fertig. Dann nehme ich 2 Luftmaschen wieder für die Höhe und starte wieder mit halben Stäbchen. Ich häkel in die nächste Masche 2 halbe Stäbchen. 1, 2. Ich mache jetzt in dieser Reihe Zunahmen, weil das Ganze flach bleiben soll. Das heißt, wie so tellerförmig geht es jetzt so auseinander. Das waren 2 halbe Stäbchen. In die nächste kommen wieder 2 halbe Stäbchen. Erledigt. Dann häkel ich in festen Maschen weiter, damit es eben diese Eierform bekommt. Also hier oben ist es ein bisschen größer als unten. Unten wird es ein bisschen länger.
So, das heißt, hier kommen jetzt feste Maschen, also ohne Umschlag arbeiten, einstechen und direkt durch. Das Ganze auch pro Masche zweimal. Also hier eben die festen Maschen einarbeiten. Einmal komplett herum. Bis auf die letzten beiden Maschen, die ich oben liegen habe. Dort, in diese beiden, häkle ich auch noch einmal halbe Stäbchen hinein, damit das Ganze eben schön parallel wird. Und das Ei, ich wollte gerade sagen, rund wird, eierförmig wird. Aber dabei eben symmetrisch bleibt. So, das habe ich. Und dann kommen hier oben nochmal vier halbe Stäbchen verteilt auf zwei Maschen. Zuerst die ersten zwei halben Stäbchen, die zweiten halben, beiden halben Stäbchen. Und dann habt ihr hier ein wunderbares Ei. Auch so, schon super, super niedlich. Als Clou kommen bei mir jetzt noch die Hasenohren mit dran. Kann man natürlich auch weglassen. Wenn man eben ganz basic ein Ei haben möchte, ist man so schon fertig. Aber wie gesagt, ich mache noch die Osterhasenohren mit dran. Dafür häkle ich jetzt Luftmaschenketten und zwar 12er. Hier habe ich 4 Luftmaschen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wirkt erstmal viel, aber ich führe das jetzt wieder zum Hasenkopf, Hasenspitze zurück, Spitze des Haseneis, und dann wirkt es proportional sehr schön zur Größe des Eis. Dann geht es weiter und ich häkel wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gerade hatte ich einen der beiden Fäden einmal verloren. Das sollte natürlich nicht passieren. Und auch das führe ich hier wieder zur Spitze zurück. Das geht alles in die gleiche Masche hier oben. Also sehr, sehr zentral gearbeitet. Dort auch einmal eine Kettmasche machen. Dann habe ich die beiden Ohren fertig. Ich ziehe das jetzt ein bisschen größer, also die Nadel einmal von der Arbeit wegziehen. Dann einmal hier die Fäden kürzen, rausziehen. Rausgezogen und dann bin ich mit dem Häkeln eigentlich schon fertig. Ich nehme jetzt meine Häkelnadel, ich sage, ich bin mit dem Häkeln fertig, dann nehme ich meine Häkelnadel, ich kann auch eine Vernähnadel nehmen und gehe hier einmal in diesen Punkt, wo ich die Hasenohren alle angehäkelt habe, einmal von hinten durch, hole die Fäden einmal rüber und kann jetzt Start- und Endfaden einmal verknoten. Wie gesagt, man kann das Ganze natürlich auch super ordentlich vernähen oder eben so ganz basic einmal ein Knötchen drauf machen und entweder kann man dann eine Seite wieder nach vorne ziehen und kann es dann eben so, hat das Gewicht dann auf beiden Seiten gleich verteilt, kann es dann wieder aufhängen oder hat es eben so fertig als kleines zweidimensionales Ei mit Ohren zum Hinlegen. Also hier sind die beiden nochmal. Einmal die gelbe Variante, einmal die mit der Farbverlaufs-Babywolle. Beide super niedlich. Und ich hoffe, das Ganze hat euch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einem neuen Frühlingsvideo. Ich zeige euch heute super, super niedliche kleine Blümchen aus Puffstichen gehäkelt, ganz einfach und schnell selber gemacht und richtig schöne Deko fürs Frühjahr oder natürlich auch noch für Ostern. Ihr könnt dafür entweder kleine Wollreste benutzen, so wie diesen hier, habe ich hier für rosa benutzt, oder auch ganz Basic Wolle aus dem Supermarkt, so wie diese gelbe hier, oder ihr benutzt
so Printwolle, dann habt ihr direkt so ein bisschen Farbe mit drin. Das mache ich jetzt bei der Demo-Blume, die ich euch jetzt zeige. Das hier ist Babywolle mit Print, haben wir 50 Gramm auf 150 Meter Lauflänge für 4er Nadeln. Wir haben hier super schöne Frühlingsfarben drin, rosa, gelb, so ein bisschen hellblau, ein bisschen grün, ein bisschen weiß. Super, super süß ist die Farbe Nummer 25 hier von Rico Design, Babywolle Print. Und ja, damit geht's los. Ich starte das Ganze auch mit meiner 4,5er Nadel hier, also ein ganz bisschen größer. Und dann nehme ich mir den Faden. Schere braucht ihr zusätzlich natürlich auch einmal. Faden kommt hier einmal nach hinten. Und dann starte ich mit dem magischen Ring. Dafür lege ich mir den Faden erst einmal flach in die Hand, um meine Finger herumtwisten. Dann gehe ich hier mit der Nadel zwischen den beiden Fingern her, hebe mir den Faden raus, ziehe die Finger raus und ziehe dann hier die Schlinge einmal ein bisschen fester an die Nadel heran. Ich zeige euch das Ganze noch einmal. Also erst in die flache Hand legen, dann hochnehmen, hier einmal ein Kreuz machen, mit der Nadel zwischen die Finger gehen, den Faden herausheben, Finger rausnehmen und dann den Faden auf die Hand nehmen und leicht an der Nadel festziehen. Dann nehme ich erstmal zwei Luftmaschen. Und ihr seht, ich habe hier einen relativ langen Faden hängen lassen. Das ist nämlich ganz gut, weil ich relativ viele Puffstiche in diesen Ring häkeln werde. So, los geht's. Ich nehme einen Umschlag um die Nadel herum, steche hier in den Kreis ein und ziehe mir den Faden einmal nach oben. Jetzt habe ich hier drei Umschläge auf meiner Nadel liegen. Das Ganze mache ich nochmal. Und es kommen wieder zwei dazu. Jetzt habe ich fünf. Und wieder Umschlag, herumstechen, holen, 7. Und nochmal Umschlag, herumstechen, holen, 9. Und ich möchte insgesamt 15 drauf haben. Also es wird wirklich richtig voll hier auf meiner Nadel. So, 9 habe ich, 11, 13 und 15. So, ihr seht das Ganze richtig schön voll hier oben, leichten rosa Verlauf rüber zum Weiß. Ich hole den Faden, ziehe ihn durch alle durch und häkel einmal direkt zum Fixieren drauf. Hier oben habe ich eine Masche drauf gehäkelt und dann nehme ich zwei Luftmaschen und befestige das Ganze mit einer Kettmasche hier im Ring. So. Dann ist mein erstes Blütenblättchen fertig. Das haben wir hier. Also, das erste ist erledigt und davon kommen jetzt noch 4 weitere dazu. Ich starte wieder mit 2 Luftmaschen für die Höhe. Dann einen Umschlag nehmen, den Faden holen. Und 3 Umschlag, den Faden holen. 5 Umschlag, den Faden holen. 7. Dann sind wir bei 9. Bei 11, bei 13 und dann auch schon bei 15. Ich komme hier jetzt in so einen kleinen blauen Bereich. Ich hole den Faden einmal durch, alle Umschläge durch, einmal eine Masche drauf, dann 2 Luftmaschen und mit einer Kettmasche hier unten befestigen. Und ich habe es geschafft, 2 Blütenblätter erledigt. Weiter geht's. 1, 2 für die Höhe, Umschlag nehmen, 3, Umschlag, 5, Umschlag, 7, Umschlag, 9 und Umschlag, 11, 13 und dann sind wir schon wieder bei 15, einmal durch alle durch, drauf häkeln und 2 Luftmaschen und schon haben wir das hier mit einer Kettmasche befestigt und ich habe 3 von meinen Blütenblättern fertig. Weiter geht's mit Nummer 4. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 und 15. Ihr seht, inzwischen bin ich hier bei Gelb angekommen. Also wirklich sehr schöne Farbwechsel drin.
zwei Luftmaschen nicht vergessen und es eben mit einer Kettmasche befestigen. Bisschen festziehen. Ich ziehe jetzt auch schon mal hier ein bisschen den Ring kleiner. So, vier habe ich. Es kommt noch ein fünfter dazu. Und ich starte wieder mit 1, 2 Luftmaschen. 3, 5, 7, 9, 11, 13 und 15. Einmal durch, einmal drauf häkeln. 1, 2 an Luftmaschen. Dann hier mit einer Kettmasche befestigen. Und ich kann das Ganze jetzt zuziehen. Man kann natürlich noch mehr Blütenblätter machen. Mehr als 6 würde ich allerdings nicht empfehlen. 5 ist eigentlich eine sehr schöne Zahl so dafür. Ich kürze jetzt einmal hier den Faden und kann ihn dann hier oben einmal komplett rausziehen. Also ich ziehe jetzt hier mit der Nadel die Schlinge immer größer, bis sich der Faden komplett rauszieht und ich zwei offene Fäden liegen habe. Hier kann ich noch mal fester ziehen und dann kann ich beide Fäden verknoten. So. Zur Fixierung einfach einen Knoten drauf machen. So, dann kann ich natürlich einen von den beiden Fäden auch noch durch die Mitte durchziehen. Dann habe ich das Gewicht gleichmäßiger verteilt, wenn ich die Bänder tatsächlich direkt zum Aufhängen, zum Beispiel an so einen Frühlingsstrauch oder so, benutzen möchte. Kann ich hier direkt einen Knoten reinmachen, kann das Ganze so aufhängen. Oder man schneidet sie einfach ab und benutzt es einfach so als Tischdeko, auch super, super niedlich. Und ihr seht hier jetzt eben die einzelnen Puffstiche. Man kann die kleinen Luftmaschenketten, die Zweier, so ein bisschen auf eine Seite so rüberschieben. Ihr seht, ich ziehe die hier hinten jetzt einfach so ein bisschen zusammen. Dann hat man vorne die Wirkung der Puffstiche noch ein bisschen stärker. Und dann ist dieses kleine Blümchen hier auch fertig. Super süß, kann man auch wirklich schön als Schlüsselanhänger oder so benutzen. Hier nochmal die größeren Varianten, eben aus etwas größerer Wolle gehäkelt. Und ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute ein super schönes Tuch. Ungefähr Dreiecksform, allerdings mit einer etwas anders liegenden Spitze. Ich zeige es euch einmal. Die Spitze haben wir nämlich hier an der Stelle, wo eben gestartet wird. So, einmal ein bisschen umsortieren. Hier ist sie. Genau, von hier geht's los. Da haben wir den Startfaden noch liegen. Von da aus wird gehäkelt und es wird dann immer größer zu den Seiten hin. Hat nachher bei mir auf jeden Fall so eine Länge von 150, 160 cm. Kann man natürlich auch in verschiedenen Größen häkeln. Ich habe hübsche Farbverlaufswolle genommen und die zeige ich euch natürlich jetzt und natürlich die Nadel auch. So ihr Lieben, ich zeige euch das Tuch aus der Mega Color von Rico Design. Es ist eine Farbverlaufswolle. Seht ihr hier in super schönen frühlingshaften Farben, so ein bisschen Creme innen, dann kommt hier so ein leichtes Aprikot und außen haben wir so einen leichten Fliederton, also schön pastellig. 100 Gramm, 250 Meter, 80% Acryl und 20% Wolle. 6er bis 7er Nadeln und ich hole mir da einmal das von innen raus. Hier sieht man den Farbverlauf so aus so ein bisschen, also beziehungsweise man sieht ihn. Ich finde ihn allerdings in echten Tucken strahlender noch, weil es schon sehr pastellig ist. Aber nicht so pastellig, wie es gerade aufgedruckt aussah. Okay. So. Und los geht's mit dem magischen Ring. Dafür lege ich mir den Faden einmal in die Mitte der Hand, dann einmal hier herum. Faden hochholen und los geht's mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und Nummer 5.
Dann häkle ich ein Stäbchen. So, ich ziehe das mal ein bisschen kleiner, dann wird es ein bisschen übersichtlicher. So, hier habe ich jetzt den magischen Ring liegen, da steche ich weiterhin ein. Ich habe bisher 5 Luftmaschen und das Stäbchen hier in der Mitte gehäkelt. 3 der Luftmaschen entsprechen der von der Höhe her einem Stäbchen, dann habe ich hier noch die 2 Luftmaschen zum Abstand. Und ich häkle jetzt nochmal 2 Luftmaschen und dann nochmal ein Stäbchen. Und das war dann schon meine erste Reihe. Also meine erste Reihe bestehend aus 5 Luftmaschen, einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem weiteren Stäbchen. So. Und dann geht's wieder los mit der nächsten Reihe. Dafür schlage ich wieder 5 Luftmaschen an. Damit geht's immer los. 1, 2, 3, 4. 5. Stärke lässt sich übrigens sehr gut mit der Nadel häkeln. Und dann steche ich hier einfach um die Luftmaschenkette herum. Häkel ein Stäbchen, eine Luftmasche und direkt noch ein weiteres Stäbchen. Damit komme ich dann hier oben zur Spitze hoch. Für die Spitze häkle ich auch eine Luftmasche und dann geht es hier schon wieder zurück. Ein Stäbchen häkeln, eine Luftmasche. Ein Stäbchen. Und dann nochmal eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. So, da seht ihr den Bogen, den ich gehäkelt habe. Und das Muster behalte ich jetzt tatsächlich auch bei. Ich starte immer mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann einmal drehen und um jede Luftmasche herum ein Stäbchen häkeln. Dann eine Luftmasche direkt danach. Und dann bin ich hier schon bei der nächsten Luftmasche. Da herum wieder ein Stäbchen, dann wieder eine Luftmasche. Dann komme ich hier in die Spitze. Und in der Spitze, damit ich auch Zunahmen mache, häkle ich 2 Stäbchen, also ein Stäbchen, eine Luftmasche und dort herum um die Luftmasche der Vorreihe direkt wieder ein weiteres Stäbchen, das seht ihr hier, also die beiden so zusammen. Dann eine Luftmasche, hier ein weiteres Stäbchen, es geht jetzt schon wieder runter. Luftmasche und dann komme ich hier um die Luftmaschenkette der Vorreihe herum, Stäbchen, Luftmasche und zum Abschluss noch ein weiteres Stäbchen. Also da mache ich die Zunahmen. Hier einmal mit der Luftmaschenkette am Anfang und dann hier das Stäbchen und hier eben Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Das entspricht einander und so häkle ich das jetzt immer weiter und ich gebe euch gleich natürlich nochmal ein kleines Update. Also um jede Luftmasche der Vorreihe wird immer ein Stäbchen drumherum gehäkelt, am Anfang und am Ende eben die Zunahmen und hier oben in die Mitte natürlich um die einzelne Luftmasche, die ich hier liegen habe, auch immer 2, damit es hier eben auch wächst. Und ja, da sehen wir uns dann gleich mit einem kleinen Update und ich gebe euch dann natürlich auch ein kleines Update, wie sich die Farbe weiterentwickelt. Hier habe ich jetzt schon mal einen relativ großen Teil gehäkelt. Ihr seht hier in der Mitte immer die Zunahmen liegen, also ein bisschen leicht seitlich versetzt. Und dann haben wir hier auch den ersten Farbwechsel drin. Hier kommt dann so einer der Fäden dazu, die dann durch so ein leichtes Aprikot ersetzt werden. Hier unten habe ich halt mehr von dem ganz hellen Rosa. Hier liegt noch das Knäuel. Nach außen hin wird es dann noch ein bisschen mehr fliederfarbend. Und auch hier seht ihr nochmal ganz schön, wie eben die einzelnen Fäden halt ersetzt werden. Von der Form her habe ich hier halt so eine ganz leichte Wölbung drin. Und die Spitze geht tatsächlich hier zum Anfang raus. Hier habe ich den Anfangsfaden liegen. Der muss natürlich nachher noch vernäht werden. Und hier seht ihr, wie sich das Dreieck entwickelt.
Ja, ihr Lieben, inzwischen habe ich nur noch diesen kleinen Rest Wolle hier übrig. Der reicht leider nicht mehr für eine weitere komplette Reihe. Und hier seht ihr einmal die schöne Länge, die der Schal inzwischen bekommen hat. Kann eben so ein bisschen kompakter am Hals getragen werden, sonst super, super stretchy und hier eben auch mit dem schönen Farbverlauf drin. Und jetzt mache ich es so, ich habe hier die Schlinge einmal großgezogen, die ich eigentlich auf der Nadel hatte. Der Faden wird jetzt gleich gekürzt und dann einmal rausgezogen. So, hier haben wir den Faden, kürzen und dann rausziehen. So, festziehen, der wird jetzt natürlich noch vernäht und der Startfaden auch. Das ist das Praktische an den großen Knollen, super wenig Vernäharbeit und schon ist man fertig. Und ich hoffe natürlich, euch hat der Schal, die Anleitung und das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn so ist, natürlich Daumen nach oben da lassen. Vielleicht habt ihr auch Lust, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dafür natürlich einfach den Abonnieren-Button drücken, die kleine Glocke daneben aktivieren. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute mal wieder ein Dreieckstuch, gehäkelt aus der Alpaka Wipes Wolle. Die habt ihr vielleicht schon mal bei mir auf dem Kanal gesehen oder auch schon mal in dem Haul bei mir. Also ich habe auch schon Videos damit gemacht, ich habe damit schon mal gestrickt und gehäkelt. Und hier habe ich jetzt diese Variante in diesen Pudertönen. Die Wolle hat immer diese flauschigen Elemente hier dabei. Ich habe in diesem Fall zwei Knäule parallel gehäkelt, das sieht man hier ganz gut. Es geht sehr, sehr schön schnell dann von der Hand. Ich habe dafür die 10er Nadel benutzt, zeige ich euch gleich natürlich nochmal. Also entsprechend doppelt so groß, wie man ein einzelnes Knäuel häkelt. Das wird mit der 5er gehäkelt. Und dabei habe ich eben diese super schöne, kuschelige, grobe Struktur rausbekommen. Mega, mega kuschelig. Ihr seht hier, diesen Bereich habe ich gerade mal so ein bisschen zusammengerafft, zusammengelegt. Dann wird das Ganze auch wirklich richtig, richtig schön dicht. Und wie das Ganze genau funktioniert, zeige ich euch natürlich jetzt. Ganz, ganz viel Spaß dabei. So ihr Lieben, los geht's mit der Fashion Alpaka Wipes Wolle hier. 50 Gramm, 100 Meter Lauflänge, 40% Alpaka. Also 40% Alpaka, nicht 40 Gramm, sondern 40%. 37% Polyacryl, 20% Wolle und 3% Polyester. Eigentlich für 5er Nadeln. Ich häkel gleich zwei Knäuel davon parallel, das andere habe ich da hinten schon einmal liegen. Und nehme deswegen die 10er Nadel. Aber ich habe das auch schon mal mit der 5er gehäkelt. Die 5er passt für einen von den Fäden sehr gut. Und wie ist diese Wolle aufgebaut? Ich hole gerade mal hier so das Schildchen raus. Dann kann ich euch auch direkt nochmal die Farbe sagen. Das ist tatsächlich die Nummer 4. So, genau, hier sehen wir nochmal alles so im Schnelldurchlauf. Und hier habe ich jetzt das Knäuel. Also, die Fäden sind grundsätzlich so aufgebaut. Ich hätte gerne den von innen. Einmal schön kurz gucken, wo ich den denn habe. So, da haben wir ihn von innen. Also, die sind so aufgebaut, dass ich hier diesen dünneren Teil liegen habe und dann kommen immer wieder so etwas dickere Abschnitte. Die sind hier in diesem Fall so ein bisschen dunkler gefärbt. Das hat so einen helleren Puderton. Hier dieser Puderton so ein bisschen dunkler. Gibt es aber auch in anderen Farbvarianten, zum Beispiel mit Gelb, wo das dann in einer anderen Farbe abgesetzt ist tatsächlich. Hier einfach nur ein bisschen die Intensität unterschiedlich. Und wie gesagt, ich werde die beiden Knäule parallel häkeln. Das heißt, ich nehme mir die beiden Startfäden hier, lege die zusammen und die beiden Knäule dann so ein bisschen zur Seite. Hier habe ich eben die beiden Fäden und damit geht es dann los. Ich schlage als erstes 5 Luftmaschen an. So, Faden oder beide Fäden eher auf die Nadel nehmen und dann 5 Luftmaschen anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Geht sehr, sehr schön mit der Nadel, wie ihr seht. Und dann nehme ich einen Umschlag, steche in die erste Masche, die ich gehäkelt habe, wieder ein. Hole den Faden durch, habe jetzt 3 Umschläge auf der Nadel, hole den Faden nochmal und ziehe ihn durch alle gleichzeitig durch, häkel also ein halbes Stäbchen. Ich habe jetzt 5 Luftmaschen gehäkelt und dann in die erste Luftmasche ein halbes Stäbchen.
Weiter geht's mit der zweiten Reihe. Dafür häkle ich wieder 5 Luftmaschen. Jede Runde bei mir geht jetzt mit 5 Luftmaschen tatsächlich los. 3, 4 und Nummer 5. Dann einmal drehen. Und ich steche jetzt hier um die Luftmaschenkette der Vorreihe herum, häkel eine feste Masche und dann nochmal 3 Luftmaschen und ein halbes Stäbchen, wie vorhin auch. Also vorhin habe ich 5 Luftmaschen und das halbe Stäbchen gehäkelt, aber jetzt häkle ich eben 3 Luftmaschen und wie vorhin auch das halbe Stäbchen am Ende. Jede Reihe wird nämlich mit einem halben Stäbchen beendet, ein bisschen Wolle nachholen. Und ihr seht jetzt hier schon, erstmal natürlich diese großen puffigen Abschnitte, sehr, sehr flauschig. Und diese 3 Kammern, die ich hier habe. In der ersten Reihe habe ich hier die einzelne Kammer liegen und dann hier diese beiden Kammern geteilt durch die feste Masche. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen drehen und dann hier um den Bogen herumstechen, die feste Masche häkeln. Um jeden der Bögen wird eine feste Masche herumgehäkelt. Und nach den festen Maschen immer 3 Luftmaschen, dann in den nächsten Bogen einstechen. So. Dabei natürlich gucken, dass man direkt beide Fäden erwischt. So, hier die feste Masche häkeln. Diese feste Masche besteht jetzt hier wirklich aus einem sehr großen, puffigen Abschnitt. Dann wieder 3 Luftmaschen. Und ich häkel jetzt hier um die letzte Luftmaschenkette herum noch zum Abschluss das halbe Stäbchen. So, und dann habe ich hier die 3 Kammern. Aus den 2 Kammern sind jetzt 3 geworden. Und weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze wieder drehen. Hier herumstechen. Die feste Masche häkeln. Und 1, 2, 3 Luftmaschen. In den nächsten Bogen hineinstechen und wieder 1, 2, 3 in den nächsten Bogen, feste Masche häkeln und ihr seht, 1, 2, 3 habe ich schon, die vierte kommt jetzt noch, 1, 2, 3 und noch das halbe Stäbchen, Umschlag, herumstechen und das halbe Stäbchen häkeln. Dann wieder 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und Nummer 5. Ein bisschen Wolle nachholen, drehen und wieder feste Masche, 1, 2, 3, hier herumstechen, feste Masche. 1, 2, 3, feste Masche, 1, 2, 3, Wolle nachholen und dann hier auch eine feste Masche häkeln und 1, 2, 3. Ich bin am Ende angekommen und mache jetzt keine weitere feste Masche, sondern wieder ein halbes Stäbchen. Fertig. Und hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Also es kommt jede Reihe eine von den Kammern mit dazu. Und es ist wirklich super, super flauschig durch diesen Anteil an diesen flauschigen Stückchen, an diesen puffigen Stückchen, wie ich sie eben auch schon genannt habe, wird das Ganze wirklich super interessant. Ich häkel das Ganze jetzt weiter und zeige euch dann natürlich nochmal ein Zwischenergebnis. Und hier habe ich jetzt das Update für euch. Also, wir schauen uns das mal zusammen an. Es gibt wirklich jetzt eine richtig schöne, fast dichte Struktur. Also ihr seht natürlich, es sind immer noch Löcher drin, aber es ist einfach durch diese
fluffigen Anteile, sehr, sehr dicht, hat eine super interessante Struktur. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel in der Breite gehäkelt. Ich denke mal, das sind so ungefähr 70 Zentimeter, die das Tuch momentan hat. Aber wenn ich das jetzt schon so zusammenraffe, hat es schon wirklich schönes Volumen und es hat eben so einen ganz individuellen Touch. Sieht sehr, sehr besonders aus, hat so eine unruhige Struktur auch, hat so was Zufälliges dabei. Und ja, ich häkel das jetzt nochmal zu Ende und zeige euch dann natürlich nochmal das fertige Tuch. So, ihr Lieben, ich bin jetzt fast angekommen am Ende. Ich habe hier jetzt noch die beiden Endfäden liegen. Die reichen natürlich nicht für eine weitere Reihe. Ich habe hier jetzt nochmal 3 von den Luftmaschen gehäkelt und häkel jetzt tatsächlich das letzte halbe Stäbchen hier noch einmal herum. So. Und dann ziehe ich hier vorsichtig die beiden Fäden einmal komplett raus. Also ich ziehe die Schlinge immer größer. So, einmal anziehen und dann muss nur noch dieser Faden hier vernäht werden, genauso wie der Startfaden hier. Ich habe das Tuch eben schon einmal durchgemessen, es hat ungefähr so eine Länge von 150 cm an der längsten Seite und ist wirklich mega, mega kuschelig, das seht ihr hier noch einmal. Es hat wirklich eine super interessante Struktur bekommen, kann natürlich so ein bisschen gerafft am Hals getragen werden oder eben einfach so um die Schultern gelegt jetzt im Frühling und es sieht wirklich mega, mega süß aus. Ich hoffe, euch hat das Video und das Tuch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.